So, guten Abend zusammen. Willkommen beim Liga 1 Stream der IEC in Monza. Heute wieder mit mir dabei der liebe Flash Gaming. Hallöchen. Einen wunderschönen guten Abend. Neue Bestzeit, Nyrox, 19.7. Was eine Ansage. 19.5. Achso, 19.5, 7.7, ja, Entschuldigung. Ja, wieder keine Vergleichszeit. Aber, wenn das nicht das... Ah, jetzt hat er den Cut. Jetzt hat er es, das ist vorbei. Ich glaube, zeitlich reicht es nicht mehr, um über die Linie zu kommen. Somit die stärksten Fahrer, Tamás und Kante, von ganz hinten. Und jetzt haben wir eine gute Kamera. Und das Rennen beginnt. Komm bitte eine vernünftige Cam. Jawohl, Nyrox, guter Start. Pala dran, aber weit. Und Rocket zieht so ein bisschen rein. Oder höre ich Shepard unter... Also einige Berührungen. Ganz viele Flügelteile. Einige fahren geradeaus. Und da sind auch schon die ersten Strafen. Drei Sekunden. Also ganz wilde Nummer hier. Anzahl auf die 10. Krass. Tamás schon 6 Plätze nach vorne. Moment, da steht einer. Wer steht denn da? Sven. Und Sören hat Frontflügel schaden. Der wird reinkommen müssen am Ende dieser Runde. Der hat keinen Frontflügel mehr. Und da dreht sich Rookie. Das war knapp. Halleluja. Also da hätte er auch den Reifen verlieren können. Das heißt, Boxenstopp 9 ist jetzt an der Reihe. Vielleicht. Vielleicht. Wir hoffen mal, dass sein Heckflügel nicht zu stark beschädigt wurde. Und er dreht sich! Natürlich. Nein, Rox dreht sich! Weg! Unfassbar. Ohne Worte. Fällt weit zurück. Fällt hinter Demio. Hinter Weezy. Oh, mal schauen. Rocket muss jetzt natürlich irgendwie wieder rankommen ins DRS-Fenster. Das ist, oder ist er das schon? Moment, ich muss mal wieder auf Intervall stellen. Nein, noch nicht. An den Chat, Vejo, ja, ich glaube, Mazepin ist bestimmt auf dem Server anwesend. Ja, Moment, was ist passiert? Ich habe jetzt... Ach, Rocky ist der DNF. Oh, wo? Ah, nach okay. Der Ascari. Selbe Stelle. Schauen wir uns noch mal kurz an. Nee, Rocky steht, oben steht noch einer nach Lesmo 2. Genau dieselbe Stelle. Und VZ steht nach Lesmo 2. Der hat sich dort auf dem Außenkörper weggedreht. Oh, also okay. Auch DNF. Okay, ja. Zwei auf einmal. Aber wann der Gas gibt, er gibt jetzt schon früh Gas. Ja, also sehr, sehr früh. Einmal durch die Parabolika hindurch und hinten der erste Angriff. Tamás vorbei an Palasaurus. Oh, das wird eng, das wird eng. Und er ist vorbei. Ja. Tamás stark. Einfach auf zwei und wird bald auch an Demio vorbeigehen. Also an dem sowieso, weil der muss ja nochmal stoppen. Der muss stoppen, der hat die älteren Reifen. Ah, Tamás ist jetzt schon. Obergrande macht das jetzt schon. Nee. Oh, Moment, da ist irgendwas passiert. Ich hab's knallen hören. Ein Williams. Hinten. Oh, er steht, er bleibt stehen. Damit löst er ein Safety Car aus. Ich weiß jetzt nicht. Nee, wenn er jetzt weiterfährt. Und, es sei denn, die Aufhängung. Na. Was macht er denn? Fährt einmal in die Barriere. Dreht sich nochmal. Also damit kann er auch Safety Car auslösen, wenn er. Ja, besonders weil es derselbe Strecken. Ja, es ist derselbe Streckenabschnitt die ganze Zeit, der da gelb ist. Das ist eben. Und bitte jetzt kein Safety Car damit auslösen. Kein Safety Car. Aber das Rennen für Baul ist jetzt eigentlich gelaufen. Ja, bei den ganzen Strafen und. Oh, das ist mit Absicht. Also, da kann mir keiner sagen, dass das nicht mit Absicht war. Ja, definitiv. Safety Car. Ja, und. Ist jetzt für Demio die Riesenchance. Ja, ich glaube, der ist auch drin. Demio ist drin sogar. Das war eine Blitzreaktion. Also GG an Demio für die Reaktion. Das ist wohl wahr. Kommt alle zu uns, hier gibt es die meiste Action. Kommen sie alle rein für Soft. Tamás? Ja, ich. Oh, nee, nicht alle. Also. Nicht alle. Tamás, Nyrox und der Rest bleibt Marvin. Und Speeding in the Pit Lane für Schneider. Sören. Treats. Demi. Es sind aber wirklich sehr viele an der Box. Ja.
Also für Pada wäre es auch eventuell noch sinnvoll gewesen, mit reinzugehen, um die 5 Sekunden noch abzusitzen. Zieht er jetzt schon das Tempo an? Also er hat es jetzt schon angezogen. Schauen wir mal, was der jetzt macht nach der Kurve Alberto. Ja, es ist weit. Es ist Vollgas, es ist Vollgas. Ja. Rennen wieder frei. Jetzt haben wir da wieder ein Delta. Also P1 hat er tatsächlich ganz entspannt. Schauen wir mal auf Tamas, der hängt jetzt nämlich schon wieder hinter Corki. Ja, wird die... Ja, er wird vorbeigehen, er wird vorbeigehen. Ja, safe. Aber das ist klar, das ist Soft gegen frische Softs gegen benutzte Mediums, das ist... Und wie viel Tamas Zeit die... sind jetzt auch direkt schon vorbei, also... Oh, leichter Fehler. Und hinten ist ein Ferrari weg. Oh, und raus. Marvin ist okay. Raus. Jetzt kann es aber kein Safety Car mehr geben. Und keiner vorbei an dem Karottenzieher. Und Tamas innen. Ah, Nyrox versucht jetzt beide nebeneinander. Uiuiuiui. Also, dass das gut gegangen ist. Die beiden geben sich jetzt aber auch. Das ist geiles Racing. Also lassen sich noch fair Platz. Alles noch im Rahmen. Aber die beiden hauen auch alles an ERS raus. Das stimmt. Und Nyrox vorbei, Fragezeichen. Oh. Ja, ja, und da kommt auch noch der Red Bull hinten ins Spiel von Kaida. Oh. Zu dritt, Fragezeichen. Zu dritt? Nee. Zu dritt? Nein, ja, zu zweit. Ich geh mal kurz auf die Onboard, die Cam ist scheiße. Tamas wieder vorbei. Oh, keine Strafe. Vielleicht einen Cut bekommen. Der Red Bull wird das mit Leichtigkeit vorbeiziehen, weil Nyrox gar kein DAS mehr, EAS hat. Das ist komplett leer, die Elektrobatterie. Jetzt konnte er sich noch halten. Wieder so knapp zwischen. Also Nyrox wieder vorbei an. Nee, Quatsch. Nee, Nyrox hat sich verteidigt gegen Kaida. Okay. Und Tamas drückt gegen Eriksen. Kaida jetzt in die zweite Schikane, in die Variante, keine Ahnung wie sie heißt. Oh, Tamas versucht es wieder hier. Oh, und schiebt. Oh! Schiebt. Das und also. DNF. Ja. Ich weiß es nicht. Und wir haben ein VSC. Und Sören kriegt eine Durchfahrtsstrafe. Oh, okay. Alter. Okay. Dann schauen wir jetzt mal auf Tamas, der jetzt wieder an Kante dranhängt. Aber hat nicht so viel geladen wie Kante. Abhört halt die besten Flügeleinstellungen, ne? Oh, Tamas weit draußen und zieht vorbei. Zwei. Ah, ist daneben. Rad an Rad auf die Kurve Alberto jetzt. Ja, wird jetzt aber außen wahrscheinlich auch vor. Er kann auf jeden Fall viel mehr Schwung und Speed mitnehmen. Oh, ja, leichte Berührung. Nyrox jetzt, da schauen wir uns das aus Nyrox Perspektive an. Tamas, Moment. Und es haben alle DRS Geld. Und. Wieso? Tamas verliert. Gegen Nyrox und... Oh. Und der Haas. Oh, war mal ein knappes Ding, Hammer. Da habe ich den Haas ehrlich gesagt im Kiesbett gesehen. Jetzt verliert Tamas. Da gibt's immer geile Rennen. So, Rocket vorbei am Karottenzieher wieder. Jetzt ist gerade natürlich Nyrox der Top-Favorit. Das stimmt, auch an Archimedes vorbei und wir haben weiterhin gelb immer noch durch den Alpha, nicht durch den Alpha, durch den Aston Martin. Oder was ist das? Das ist ein Aston Martin. Sören, ach ja, Sören hat die Session aufgegeben und der rollt jetzt, keine Ahnung wohin. Ich hoffe mal, das löst kein weiteres VSC oder Safety Car aus. Also, dadurch, dass sich alle gegenseitig da... Sich, nee, Tamas hat sich gedreht. Tamas ist... Ja. Doch, Tamas hat sich gedreht. Und Sven. Fast weg und geht aufs Grün. Und da ist einer weg. Ja, wer ist da? Rocket Ship. Und der Alpine Archimedes drückt gegen Sven. Außenrum. Nyrox ist schon. Ja, der ist schon zweiter. Achso, er wird sich jetzt aber wahrscheinlich gleich verteidigen dürfen. So ein Kante vorbei an Archimedes. Da wird es gleich wild. Oh, da zieht Archimedes nochmal rein. Und da fährt keiner ihm hinten drauf, wenn ich es richtig gesehen habe. Kante. Onboard. So.
Der gegen seinen Teammates Sven. Ja, der. Okay, also. Wie er dann so. Okay, gut. Das sind ja Teamkollegen, okay, aber. Die schenken sich nichts. Ist trotzdem keine Chance. DRS und EAS gegen. Nichts ist quasi unmöglich hier. Pascalus geht an Karotte. Vorbei. Ah, ja, geht in. Ja. Oh, das. Ja, hat natürlich jetzt die schlechtere Linie. Ah, verliert wieder. Also. Oh, 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 oh. Lasst euch da Platz, Jungs. Oh, Rad an Rad durch die Lesmos. Und ja, jetzt. Jetzt zieht Pascalus gleich wieder vorbei. Okay. Ich habe jetzt gerade gedacht, eventuell Kante, letzte Runde, zeigt er nochmal seine komplette Klasse. Aber und von neigt es sich dem Ende. Pala biegt jetzt einmal durch die Kurve Alberto ein. Aber hindurch. Der Sieg wird leider, leider nicht durch die Strafe. Trotzdem, zuerst über die Linie gekommen, würde Sepp sagen, und das Schild umstellen. Und Nyrox gewinnt das Ding. Boah, Kante, ganz stark. Weiter. Zweiter einfach. Last to fast first. Ja, das stimmt. So, Archimedes, Corki, Pala, Pascalus, Karotik und SAD.